die, die dich nicht kennen, stell mir am besten mal ein Buch vor, denn darum ging es natürlich auch. Geld oder Leben ist dein letztes. Ja. Ein Roman. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, um was es geht. Mhm. Roman ist schon ein gutes Stichwort, weil das draufsteht und das ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Genre-Roman von mir eigentlich gewesen. Es ist halt mein erster Roman, jetzt schreibe ich gerade am zweiten. Das erste war ja nur ein Erzählband. Und es steht auch, glaube ich, im Klappentext mit drin, es ist eigentlich ein bisschen so ein Roadmovie, das Buch. Und das zeigt ja, dass das so filmische Elemente doch sehr stark hat. Also es hat einen jungen Erzähler, der ist erst 21 und man hat schon das Gefühl, da geht jetzt jemand von der ersten Seite ab ins Rennen, auch ein Ich-Erzähler, der nicht so wahnsinnig viel reflektiert und was er tut, sondern es ist wirklich ein sehr handlungsstarkes Buch. Es passiert irrsinnig viel, deswegen ist es auch schwer zusammenzufassen, aber es ist eine Erzählung, ein Roman über drei Generationen, also der auch so ein bisschen den Roman als die alte Gattung, die immer noch von A nach Z erzählt und meint, einen Rahmen schließen zu können und in dem es alles so schön gebündelt aufs Korn nehmen will. Also der ist den Entwicklungsroman, ja, der Auszug, ne, ja, aus der Provinz in die Stadt, der aus dem Privaten hin in die Weltgeschichte hineinzieht, um auch die eigene Familiengeschichte wieder zu verstehen und einzuholen. Mhm. Da hast du auch sehr viel verarbeitet, das im Moment RAF zum Beispiel, eine etwas skurrilen Idee, vielleicht kannst du kurz die mal schildern mit der Mutter. Ja, die Mutter, die ihn sehr bestimmt in seiner Sozialisation natürlich ist, hat so eine Psychose, die sie aus den 70er Jahren weitergetragen hat, die dann wieder aufbricht in den 90ern. Sie ist Sparkassenangestellte, Kassiererin. Und die Psychose beinhaltet, dass sie halt tatsächlich von Terroristen verfolgt wird. Aber das geht so weit, dass sie mit denen spricht, ihnen Briefe schreibt sogar und die in einem Briefkasten, toten Briefkasten im Wald deponiert. Und der Sohn fährt einmal mit dem Fahrrad hinterher her, weil er irgendwas ahnt schon, weil sie so langsam anfängt rumzuspinnen zu Hause und findet diese Briefe und weiß dann nicht mehr so richtig, was er machen soll mit seiner Mutter. Mittlerweile ist der Vater auch weggezogen, also sie sind nur noch zu zweit zu Hause, er muss mit ihr leben und dann fasst er halt den Plan mit seinem besten Freund aus der Schule, sind so 17, 18, diese Mutter zu überfallen, weil sie das eigentlich von den Terroristen erwartet. Also in den Briefen geht es eigentlich immer darum, dass die Terroristen sie erlösen werden, wenn sie dann ihre 250.000 Mark da aus der Kasse gezogen haben und dann lassen sie sie auch endlich in Ruhe. Das ist halt alles Hirngespinst bei ihr. Und die machen das halt wahr, die beiden Jungs. Und sie überfallen die Sparkasse? Das geht natürlich gnadenlos schief. Ja. Vorbestraft ist er, aber es kann ihn nicht bremsen. Kriegt dann so Sozialstunden und macht dann danach noch Zivildienst und ist mit 21, fängt er dann an, das Abi nachzumachen und zieht wieder ins Elternhaus zu seiner Mutter zurück. Also es steht dieses Ding immer noch zwischen ihnen, was 4 Jahre vorher passiert ist, worüber gepflegt nicht gesprochen wird am liebsten. Aber es ist schon klar, dass sie auch in Behandlung ist, immer noch. Und ja, da geht es halt los. Er kommt dann gerade von der Beerdigung seines Großvaters. Also das ist so die zweite Spur, die gelegt wird, weil ich jetzt eben gesagt habe, da wird auch mit diesem Genre so gespielt. Es gibt ja in den letzten 10 Jahren auch so ein bisschen so kulturwissenschaftlich aufgeblasene Romane, die so die Nazi-Vergangenheit unserer Großeltern suchen. Ne? Auch so entwicklungsromanmäßig. Jetzt gehen wir mal auf Spurensuche.